So, und hallo auf dem Kanal The Nerve of Life. Ich tauche gerade aus dem Wasser heraus, um wieder in das Wasser hineinzutauchen. Und zwar jetzt. Neben mir ist niemand, aber da sonst irgendwo weiter draußen, da ist der Dre. Sag hallo, Dre. Hallo, Dre. Ich bin der Digi-Held, habe ich schon gesagt, und wir spielen The Nerve of Life und sind auch mit dabei. Live auf Twitch jeden Sonntag. So, jetzt kannst du ausmachen. Und einfach weiter gucken, denn wir haben bestimmt noch unheimlich viele geile Sachen. Zum Beispiel, keine Ahnung, werden wir sehen in den nächsten 20 Sekunden. Ich freue mich, in 20 Minuten, ich freue mich auf jeden Fall schon tierisch darauf. So, jetzt weiß ich aber echt nicht mehr, was ich sagen soll. Ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. So, du hast was gesagt, du hast was gesagt. Obwohl du gesagt hast, was hast du gemacht? Was? Wieso sehe ich gerade bei Stream, wie halt irgendwie gerade die halbe Brücke weggebrochen ist? Weil ich unfähig bin. Aber Jan sagt, alle guten Dinge sind drei. Oh nein, was hast du gemacht? Es läuft, es funktioniert, einwandfrei. Ja, aber du sollst es nicht abreißen, du sollst es ja aufbauen. Oder auch vier. Ich mach das so lange, bis es funktioniert. Nein, aber du hast, ich wollte das, das soll dreireich werden, ne? Was, hier auch? Ja. Okay, nein, ja gut, also, aber das weiß ich nicht, ob da auch, aber das, den Teil, den du abgerissen hast auf jeden Fall. Ich hab nichts abgerissen. Da, wo ich dran war, da war noch gar nichts. Und was ist dann da runtergefallen? Ich habe das auf Steam gesehen, mein Freund. Auf Twitch. Ja, genau, meine ich doch. Steam, Twitch, ist doch dasselbe. Alles klein. Arschspalter. So. Ja, nicht, dass die Leute jetzt anfangen, uns auf Twitch, auf Steam zu abonnieren. Wir haben eine Gruppe. Also, na, Bay oder so. Auf Steam. Bitte zutreten, eintreten. Manchmal geben wir da auch Botschaften raus. Bitte zutreten, so. Ja, bitte zutreten, sie zu. Wenn sie einen Drill Deluxe sehen oder einen Digi-Held, dann treten sie zu. Sie tun der Welt einen Gefallen. Okay, das ist jetzt nicht schön, aber es ist okay. Chat. Verglichen mit Ark, was würdet ihr sagen, welches Spiel mehr Spaß macht? Vorausgesetzt, ihr habt Ark gespielt. Puh. Wir haben Ark gespielt, Alter. Wir haben richtig Ark gespielt. Also, nee, ich habe ja Ark. Also, ich habe zum Beispiel Ark Just Cause 3 jetzt gespielt. Aber Ark. Neue Erweiterung. Keine Ahnung, die sind schwierig zu vergleichen, finde ich. Weil sie verschiedene Schwerpunkte haben. Hier geht es wirklich mehr ums Bauen. Bei Ark bist du halt sehr viel damit beschäftigt, neben deinem Dino zu hocken, damit er nicht aufwacht. Das klingt ja richtig spannend, da habe ich ja voll Bock drauf. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, das klingt jetzt sehr negativ. Nein, das ist. So war das ja gar nicht gemeint. Ja, toll, dann hör doch auf zu sagen, was du sagst und fang damit an zu sagen, was du meinst. Also, ich habe mit Ark auch sehr viel Spaß gehabt. Bis jetzt schon. Und ich freue mich auch darauf, dass das wahrscheinlich irgendwann dieses Jahr bei uns dann auch eventuell mal auf dem Kanal über die Bildschirme flimmern wird. Das wird sehr viel Streit geben, weil am Anfang von Survival-Spielen streiten wir uns immer. Ja, aber das wird witzig. Vor allem, weil wir dann ja wahrscheinlich mit mehreren Leuten spielen werden. Aber das ist alles noch nicht so ganz spruchreif, deswegen halte ich jetzt die Fresse. Ja, auf jeden Fall werden wir mit mehreren Leuten am Anfang spielen. Ob die das mit uns so lange aushalten, stellt sich raus. Ja. Vor allen Dingen mit uns meine ich halt nicht, weil ich bin sehr penetrant. Ich so, bin wirklich sehr penetrant. Das hast du heute gesagt. Der arme Dre tut mir manchmal auch echt leid. Echt? Ich tu dir leid. Ja, aber ich habe jetzt schon wieder ein bisschen Angst. Ich sehe, wie du die ganze Zeit die Brücke da hoch und runter rennst. Ich versuche irgendwie da hinzukommen, um dir das Konzept zu erklären, bevor du halt da irgendwie was anstellst. Schnell, komm zurück, schnell! Ich habe schon den Finger auf der rechten Taste. Ja, das könnte funktionieren, weil sich das ja nachher auch erweitert, ne? Richtig? Ja. Machen wir jetzt wieder erweitert? Ja, wenn du jetzt ein Catwalk daneben baust, also jetzt hier zum Beispiel, und da jetzt ein Catwalk drauf machst, dann geht ja die Ranke weg da, ne? Was? Wo bist du? Ich war gerade neben dir und hab da irgendwie so ein Wurzelbündel gesetzt und hab dann irgendwie mit dir geredet, aber du hast überhaupt nicht reagiert. Ich hab dich nicht gesehen. Ich war vertieft in meinen. Das ist irgendwie. Mein Dreh. Ich rede da mit dir und du machst da so weiter.
Aber ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Woodframe gesetzt. Und wenn du jetzt da drauf ein Dings setzt, ein Prey. Ja, was? Ja, du redest ja schon wieder. Alter, das ist unglaublich. Wo bist du denn? Deswegen, ja. Auf Koks oder was ist los mit dir? Ich sehe doch nicht, dass du unter mir stehst, Alter. Ja, aber wieso sind. Ich hab doch gesagt, das ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wenn du da auf diesen Woodframe, den ich jetzt da gesetzt habe, dann Dings setzt, dann geht doch irgendwie die Reling da weg und geht nach außen, ne? Ja, was? Geht, weiß ich. Die Reling ist immer außen. Ja, richtig. Mhm, ja, super, super, Dre. Danke, danke. So. So. Hier müsste noch ein Woodframe hin. Ich hab einen hab ich noch. Warte, ich kann ihn ersetzen. Aber ich glaube, du hast. Das ist falsch. Du musst noch einen weiter, glaube ich, ne? Was? Du musst mal über die. Wenn du die über die anderen Woodframes peilst. Guck mal, da bist du daneben, siehst du? Ich bin daneben? Ja, du bist gerade. Ja, oder nicht? Ich gehe ja von dem Catwalk, von dem Geraden hier aus und dann. Ja, du musst aber von den Dingern ausgehen, die hier rangelegt. Deswegen habe ich hier gelegt zum Orientieren, damit du sehen kannst, wo das halt irgendwie lang geht. Guck mal, ich habe doch hier bis zu unserer. Von dieser Kurve bis zu unserer Festung. Da habe ich doch Woodframes gelegt. Da kannst du doch lang peilen. Und dann siehst du ja, wo der Catwalk lang gehen muss. Ja, ja, da geht er ja lang. Na dann. Verstehe ich aber nicht, warum ich da dann ein Woodframe setzen muss. Damit ich da einen Catwalk draufsetzen kann. Ja, aber dann kommt das doch nicht mehr mit dem Dings hin, mit der Linie, oder doch? Ja, vielleicht du kannst das von da oben ja besser sehen als ich. Doch, doch. Ich verwirre mich nicht, ich krieg Kopfschmerzen. Entschuldigung. So, dann kann der nämlich weg, dann kann ich den da. Gott, das wird alles einstürzen und ich werde einfach sterben. So, dann kann der nämlich dahin. Der dahin, der dahin. Nein, oh, warum denn? Jedes Mal die gleiche Scheiße mit dem falschen Knopf gedrückt. So. 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 Ja. Kommt das hin? Das. Naja, wir kommen da an, wo wir hin wollen. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass wir irgendwie eins zu weit. Der ist jetzt zu weit rechts noch. Also der müsste einen weiter nach links von hier aus gesehen wahrscheinlich. Ja. Aber. Ja, es ist ja nicht so, dass ich das irgendwie schon gesagt hätte. Das mach deinen Scheiß doch alleine, ich bin jetzt hier raus. Es tut mir leid. Wir brauchen auf der gesamten Brücke Spiderschutz. Wie meinst du das? Das ist doch hier. Mit der Railing ist doch im Grunde Spiderschutz, oder? Das hört sich gerade nicht so auch an. Das probieren wir ja. Wir machen ja Fehler, um aus ihm zu lernen. Genau. Das kann man einstellen, Dre. Ark ist ähnlich vielschichtig wie Seven Days to Die, sagt Jan. Ja, würde ich auch sagen. Also wenn man die Settings ein bisschen runterstellt, dass man nicht wirklich 3,5 Stunden neben so einem Dino sitzen muss, dann hat man da, glaube ich, mehr Spaß mit. Was? Aber cheaten? Nee, nicht cheaten, sondern die Settings umstellen. Du kannst ja hier auch einstellen, dass du jeden Tag einen Drop hast oder dass die Zombies jeden Tag kommen oder rennen oder weiß ich nicht. Ja, stimmt. Du kannst natürlich auch so ein bisschen, aber das ist dann ja auch für. Naja. Ein bisschen Herausforderung will man ja auch haben, ne? Ja, aber was ist das für eine Herausforderung, dass du 3,5 Stunden neben dem Dino hocken musst? Ja, das ist halt die Herausforderung. So haben sich die Langeweile zu überleben. Ja, ich würde es jetzt nicht so machen, dass es auf einmal so zack und dann ist es deiner, sondern. Also lass es statt 3 Stunden eine Stunde sein. Fände ich immer noch mehr als genug. Hm. Ja, ich habe keine Ahnung davon, ich weiß es nicht. Ja. Ja. Ja, aber ansonsten stimmt das schon vielschichtig. Also du kannst ja wirklich deine Sachen auch upgraden, so wie hier. Fängst mit Strohhäusern an und baust dann Holzhäuser, Steinhäuser, am Ende Metall und so weiter. Also das ist schon ein feines Spiel, Ark. Kann man schon viel Zeit mit verbringen. Ich sollte vielleicht doch noch mal irgendwie Säulen dazwischen bauen. Und dann nehme ich die einfach nachher weg, ne?
Wollen wir denn auf der Höhe bleiben oder wollen wir zwischendurch irgendwann mal runterkommen? Ja, ich würde sagen, bei der Festung dann einmal so schräg runtergehen. Einmal so schräg runtergehen? Mhm. Was genau heißt das? Was denn? Was genau heißt das? Das heißt dann, dass wir irgendwie einmal so schräg runtergehen und dann halt so direkt auf die Höhe von der Festung landen, dass wir nicht so absatzmäßig runtergehen. Was gibt das schon wieder im Film? Du verstehst nicht, was ich meine, oder? Merkt man das an meinem Schweigen? Ich weiß aber nicht, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Du kannst ja irgendwie, mit mehreren Absätzen versuchen, so auf die Höhe von der Festung zu kommen. Oder du versuchst es halt einfach mit einem Rutsch, sozusagen, mit einer Rampe. So klar, scheiße. Ja, okay, also du meinst schon eine Treppe, nicht eine 90-Grad-Senke mit Leiter, sondern eine Treppe halt. Ja, das würde ich sagen, oder nicht? Mhm. Finde ich auch gut. So, ich habe jetzt hier die halbe Brücke wieder eingerissen. Was meinst du damit? Das ist eingestürzt, als ich die Geländer wieder abgerissen habe. Oh. Hass. Oh, jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Sehr gut. Ah, oh, dieser Typ. Na gut, okay. Das ist dann wohl Karma. Karma the bitch. Damit habe ich jetzt nicht so viele Probleme. Der schräge Catwalk liegt links von der Dame in grün. Was? Mist, es ist schon fast dunkel, ey. Ja. Und jetzt kommen auch so blöde, miese Zombies. Mit schlechter Laune. Ich bin gar kein Zombie. Ja, das mit dem Einstürzen, ne? Das ist auch der Grund, warum ich ja jetzt irgendwie da nochmal einen Satz. Das sieht ziemlich cool aus mit den Catworks, muss ich sagen. Warum ich da jetzt nochmal einen Satz Säulen dazwischen gemacht habe. Ja. Damit es halt irgendwie besser so zu verlegen ist. Weil es scheinbar so zu sein, dass die Integrität gleich aufhört. So. Und wenn du da irgendwie einen Block wegsetzt und dann dass er ausgerechnet der falsche ist. Ich kenne mich aus mit sowas. Mir ist mal ein Haus auf den Kopf gefallen. Oh, Bein gebrochen. Das war zu riskant. Naja. Hast du? Ich bin einfach runtergesprungen. Wir sind Zombies in unseren Spikes. Ja. Das ist ja nett von denen. Ich geh mal hier so ein bisschen rum und schau mal irgendwie, wie das hier alles so aussieht. Diese blöde Jan sagt, Alte. Jan sagt, man kann ja auch einfach auf die Höhe der Basis runterfallen. Aber dann verletzt man sich doch, Jan. Außerdem kommt man dann ja nicht wieder hoch. Und Deva bleibt hartnäckig und fragt, werdet ihr Mass Effect Andromeda euch holen, spielen? Und auch wenn es davon kein LP gibt. Okay, ich hätte das zuerst komplett lesen sollen. Ich nicht. Hä? Also er fragt, ob wir uns das holen werden, ob wir das spielen werden, so. auch ohne LP. Was, du nicht? Ich also jetzt so, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, du auf jeden Fall. Ja. Ich nicht. Aber du hast ja vorhin schon von gesprochen, dass du da ein bisschen Angst vor hast, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Alter, das eine Ding mit dem Gedünger hat 4 Kaffeebeans gemacht. Normalerweise kriegt man 2. Ja, ich habe da vorhin schon von gesprochen, da ich ein bisschen Angst davor habe, dass sie es verkacken. Hm. Das ist ähnlich wie Dragon Age vor die Ohren fahren. Obwohl Dragon Age, es gibt auch Leute, die haben durchaus Spaß damit. Ah! Oh Gott, ich hätte fast geschossen. Hast du dich fast erschrocken oder fast geschossen? Ich hätte fast geschossen. Achso, okay. Ja, Kenny könnte jetzt zum Beispiel irgendwie 100 Stunden oder so da drin. Was für mich durchaus nach Spaß klingt. Ja. Digi weiß, was mit der Dame in grün gemeint ist, sagt Jan. Aha. Okay, ich will, was von der Dame in grün? Ich
Ich weiß es nicht. Er hat zuerst geschrieben, der schräge Catwalk liegt links von der Dame in grün. Ja. Okay. Nee. Weiß ich, stehe ich gerade auf dem Schlauch. Weiß ich, das ist irgendwie. Tut mir leid. So, jetzt müsste jetzt der Dings fertig sein, der. Nee, ja, der Dünger. Der sollte durch sein, ja. Wie meinst du das jetzt mit dem Dünger? Der hat 4 Kaffeebohnen auf einmal gemacht. Du hast den Dünger erst eingesetzt, dann die Kaffeebohne und der Dünger bleibt. Das Geile ist, der Dünger bleibt. Ich weiß nicht, ob der irgendwann verschleißt, aber. Die Stelle ist dann jetzt gedüngt. Immer. Genau, die Stelle ist gedüngt und wenn du auf der Stelle halt was pflanzt, dann ist es zumindest bei Kaffee 4-mal so effektiv. 4-mal sogar? Ja, und jetzt weiß ich nicht, was wollen wir denn eigentlich pflanzen? Ja, erstmal dann noch mehr Kaffee, würde ich sagen. Echt? Ja, davon haben wir am wenigsten, ne? Gut. Verdammt, habe ich das jetzt auf eine Stelle gehauen? Oh, ich glaube, ich habe das Ding jetzt doppelt. Punika ist wieder da. WB? Punika? Das erinnert mich daran, dass ich was trinken wollte. Und Jan sagt, soll ich dir wieder eine Lösungsmatrix basteln, Diggi? Fragezeichen. Zwinker-Smiley. Ich verstehe nicht, wovon er redet. Es tut mir leid. Da sagt der Lausbur, da muss er wohl drüber rätseln, Jan. Ach nee, ich rätsel habe ich jetzt. Ah, er hat das Rätsel gelöst. Ach, geht's um. Jetzt langsam fängt es mir an zu dämmern. Das habe ich aber schon echt verdrängt, weil das echt, das war so bösartig. Dishonored? Ja, Dishonored 2, da habe ich halt ein Rätsel gemacht. Und das Geile war auch, als ich das Rätsel dann gelöst habe, mit meiner ganz erfundenen Matrix, da hatte der Jan gar nichts mit zu tun. Da habe ich halt praktisch so eine Level-Abkürzung gemacht. Ich habe praktisch den Level komplett gelöst. So. Also nicht komplett, aber diesen Bereich. Das hat mich dann auch sehr erstaunt. Warte, jetzt muss ich mir das nochmal durchlesen. Jetzt erkennt er, dass es nämlich Sinn für mich gibt. Okay. Ach so. Ja, Deva, du kommst da nicht drum herum, ne? Aber ich glaube irgendwie, also viele kennen irgendwie das mit dem Rätsel, weil das ging auch tatsächlich 3 Sessions. Krass. 3 Sessions komplett nur mit Rätsel und der Kerl kriegt das nicht hin. Also wer sich der jetzt anguckt, ne? Meine Herren. Muss ich mal auf Twitch mal gucken, irgendwie, ob das überhaupt noch abgerufen wird oder ob das weg kann. Schön. Da. Was machen wir denn jetzt? Also ich mach gerade den Garten. Mais. Der Garten kann auch Mais vertragen. Ich und mein Mais. Ich und mein Mais, ja. Ich und mein Mais. Gibt's ja auch als Weihnachtsversion jetzt, ne? Ich mach das nur, um Jan zu unterhalten. Ganz ehrlich, das ist alles immer mit Absicht. Das ist nie aus Versehen. Das ist jedes Mal geplant und nur, damit Jan was zu lachen hat. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ich bin daheim. Bin da halt runtergegangen. Oh Mann, muss ich das reinschneiden, ey. Die YouTube-Videos, das ist sehr sensationell. Zuerst so, Schlingel nach links, scheiße, Schlingel nach rechts, scheiße. Ach Mann, ey. Ich muss aber sagen, das machst du echt gut. Also ich hätte jetzt nicht so viel Spaß, aber Jan freut sich darüber bestimmt. Du hast doch auch gelacht. Nein. Da wären dann einige Gags gefeuert. Was? 81%. So, da ist er schon. Die Zombies werden in der Alpha. Achso, ja. Ich habe immer noch keinen Mais gefunden, verdammt. Die Zombies werden in der Alpha 16 rausgepatcht, zumindest in der Version, die Drake geliefert bekommt. Weil ich keine brauche. So ich bringe mich auch so um. Ich trinke in der Hütte. Sein. Ja. Ja, dass du in der Hütte ertrunken bist, ist allerdings. Kurva mal. So, der Teil, ne, ist vorbei. Das ist wahr. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Wow, das war gereimter Hip-Hop. Gereimter Hip-Hop. Tschüss.